Ja, hier ist der Matti aus Berlin, YouTube-Username Comet Martin mit einem neuen Elvis-Special-Video. Ja, dafür, dass ich jetzt ja eigentlich eher Videospieler anspreche oder Leute, die Satire, Humor mögen, bin ich eigentlich mit den Zuschauerzahlen von den Elvis-Videos ganz zufrieden. Ich möchte mal eins Grundsätzliches sagen. Ich bin aus dem Alter raus. Ich sage das ganz bewusst, weil früher war ich da auch so jemand, der immer Sänger mit Sängern verglichen haben. Ich kriege ja oft mal so Mails, E-Mails oder Sprüche zu hören. Ja, Michael Jackson, der war ja viel erfolgreicher, viel besser als Elvis. Erstens mal finde ich immer diese, was ist besser, PS3, Xbox 360, Michael Jackson. Und jeder soll das hören, was er will. Für viele, für Millionen von Menschen ist Elvis der absolute King. Für viele ist es Michael Jackson. Andere hören was ganz anderes. Fakt ist, das, was die verkauften Tonträger weltweit anbetrifft, in der gesamten Karriere bis heute, ist Elvis der erfolgreichste Solokünstler aller Zeiten. Natürlich hat Michael Jackson viel mehr Erfolge, also Welterfolge oder erstmalige Erfolge, die Elvis auch gar nicht machen konnte, weil es zu seiner Zeit, wo er auch erfolgreich war, teilweise solche Dinge gar nicht gab, wie Internet oder Videoclips waren noch so gut wie gar nicht vorhanden oder über Facebook und YouTube, das gab es alles früher überhaupt gar nicht. Und auch in der Anfangszeit von Elvis' Karriere, da wurden zum Beispiel viele Verkäufe gar nicht richtig gezählt. Also viele Erfolge und Rekorde, die Michael Jackson hat, wofür man ihnen auch wirklich viel Respekt zollen sollte, konnte Elvis gar nicht haben, weil der einfach in einer ganz anderen Zeit auch erfolgreich war. Natürlich war er auch in den 70er Jahren erfolgreich, aber es war eine andere Zeit. Deswegen hört auf zu vergleichen. Beide Sänger sind für, also meine Meinung, großartig. Aber wer davon besser ist, muss jeder für sich entscheiden. Es gibt aber bestimmte Fakten. Und wenn ich von erfolgreichsten Solo-Interpret, Sänger aller Zeiten oder auch was Gruppen angetrifft, Elvis hat mehr CDs verkauft als die Beatles zum Beispiel oder sonst was für Gruppen, dann ist es nun mal Elvis Presley. Elvis Presley hat schätzungsweise, das so hundertprozentig genau weiß man es nicht, ungefähr 1,5 Milliarden Tonträger, CDs und Platten, Kassetten verkauft. Michael Jackson, habe ich das letzte Mal gelesen, waren so um die 750 Millionen und die Beatles waren wohl auch über 500 Millionen. Ist ja egal, alles großartige Interpreten. So, ich mache jetzt mal weiter. Das letzte Elvis-Video, was ich gedreht habe, ist schon über ein halbes Jahr her. Deswegen weiß ich nicht mehr so hundertprozentig, wo ich hier stehen geblieben bin. Ich versuche aber wieder ungefähr an derselben Stelle einzusteigen. Ich zeige euch jetzt wieder CDs, die ja teilweise selten sind oder die man eben in den Kaufhäusern oft nicht bekommt. In den Kaufhäusern bekommt man auch viel Schrott. Besonders Vorsicht walten würde ich bei so Live-Aufnahmen aus 1954 oder 55 oder so. Da würde ich sehr, sehr vorsichtig sein. Wie gesagt, achtet darauf, dass da RCA draufsteht oder Moment, eine Sekunde. Die drei Buchstaben Sony, also Sony oder BMG, das sind die Elvis-Platten rausbringen. Und zurzeit kommen ja ganz viel Elvis-CDs raus, so mit Liedern aus den 15, 16 Jahren, Anfang der 60er Jahre, weil da sind wohl die Lizenzen abgelaufen, die Rechte. So, machen wir jetzt einfach mal weiter. Das ist hier auch so eine CD, die, ja, nicht von der Originalplattenfirma kommt, aber wo die Lieder jetzt nicht unbedingt deswegen schlecht sind. Ich besitze inzwischen weit über 400 Musik-CDs, darunter nur Originale. Und da sind natürlich auch viele Live-Shows mit bei. Es gibt Hersteller, die eben seine Platten machen. Das habe ich euch ja gezeigt mit Bonusmaterial. Ich zeige euch jetzt nur mal hier wieder ein Beispiel. Und hier, die eben solche Platten rausbringen, also das sind CDs, aber fast in Plattenform, liebevoll gemacht mit den Originalliedern und wie Elvis das damals zu Lebenszeiten veröffentlicht hat, eben aber noch mit Outtracks etc. So, das sind hier auch so Songs, das ist auch nach Elvis' Tod rausgekommen, wo seine Lieder drauf sind, aber eben auch so, wie er sie einübt und was weiß ich. Und das ist ja auch das Faszinierende an Elvis, dass man sich sogar seine Outtracks anhören kann, wenn er zum vierten oder fünften Mal in The Ghetto singt und immer klingt, nicht immer, aber meistens klingt es immer anders.
Das ist jetzt so eine Platte, das ist auch eine Live-Show. Also was Live-Shows anbetrifft, Elvis hat gerade in den 70er Jahren auch viele Live-Shows gemacht, die sind jenseits von Gut und Böse, weil er manchmal doch auch sehr krank war. Ich bin sowieso der Überzeugung, und nicht nur ich, dass, wenn ich immer in der Bild-Zeitung gelesen habe, früher an Herzverfettung gestorben oder hat sich totgefressen. Elvis war schlicht und ergreifend schwer krank. Wenn man sich mal genau den Elvis gerade auch in der letzten Show anguckt, 1977, dann sieht man, dass er aufgedunsen ist, dass er einen sehr dicken Bauch hat. Aber die Beine, der Arsch und die ist eigentlich alles gar nicht fett. Fett ist jemand für mich, der solche Massen mit sich rumträgt. Und wenn Elvis hat wohl auch Cortison einnehmen müssen. Und Cortison, ich kenne selbst zwei Leute, die Cortison einnehmen müssen, und das bläht einfach mal auf. Und Elvis hatte eine Menge Krankheiten, er hatte mit dem Darm Probleme etc. Und ich denke mal, das sollte man anders werten, als wenn jemand sich wirklich zu Tode gefressen hat. Da muss man, glaube ich, schon ein bisschen schwerer sein als er. Und auch noch so eine andere Sache, wenn man immer liest, er hat Drogenmissbrauch gemacht. Elvis hat Medikamente eingenommen und ja gut, die hat er leider übermäßig viel genommen. Also er war mit Sicherheit medikamentenabhängig. Aber er hat nur das eingenommen, was ihm die Ärzte oder sein Arzt verschrieben haben. Und für mich sind Drogen Heroin, Kokain und was weiß ich alles. Und sowas hat Elvis jedenfalls nicht genommen. Vielleicht hat er mal die ein oder andere Droge in den 60er Jahren ausprobiert. Das will ja nun keiner abstreiten. Aber man muss eben auch mal so mit so ein paar... Klar, es liest sich natürlich immer besser. Ich kann mich noch an eine Bildüberschrift erinnern. Elvis trug bei seinen letzten Shows Windeln. Und Elvis konnte gar nicht singen. Da lief immer auf der Bühne Playback. Und das ist klar, sowas wollen die Leute lesen, ob das nun stimmt oder nicht. Und wir sehen es ja jetzt auch wieder bei Michael Jackson. Da wird im Endeffekt genauso wieder viel Scheiße geschrieben. So, das sind hier so die Film-CDs. Auch das ist auch so eine Sache. Viele sagen ja, dass seine Filme alle Scheiße waren. Ich finde das, oder fast alle, das finde ich überhaupt gar nicht. Und ich finde auch einen sehr großen Teil der Filmsongs klasse. Da sind ja auch viele Hits bei gewesen. Und klar gibt es wieder Elvis-Fans, die dann wieder sagen, fanatischer Elvis-Fan, der findet alles toll. Muss ich aber bestreiten. Klar, mir gefällt eigentlich fast alles, was Elvis gemacht hat. Aber für mich ist er ein ganz normaler Mensch mit Stärken und Schwächen. Und nicht alles, was er gesungen hat oder gedreht hat oder gesagt hat, finde ich jetzt super toll. Aber nennt mir mal bitte mal einen Star, eine Gruppe, einen Sänger, wo man das Gefühl hat, die sind perfekt. Also perfekt ist man, guckt euch mal hier die Frisur an, ja, sehr witzig. Ich mag eigentlich am allerliebsten den 60er Jahre Elvis und den 70er Jahre Elvis. Ich mag eigentlich gar nicht so gerne den 50er Jahre Elvis. Da war er mir teilweise auch noch zu gekünstelt auf der Bühne. Oder zu berechenbar. Ja. Er wusste, das und das führt zu Schreiereien. Und dann hat er es natürlich eingesetzt. Das ist natürlich normal. Aber ich finde, in den 70er Jahren hat er erstens mal natürlich nicht mehr so spektakulär, nicht mehr so wahnsinnig übertrieben getanzt. Aber da hatte man mehr das Gefühl, das ist in seinem Blut. So, das sind zum Beispiel auch alles so Alben von der Firma, oh, ist schon wieder so klein, Follow, ich weiß ja eigentlich von welcher Firma das ist hier. Und zwar, also ist natürlich auch in Zusammenarbeit mit den großen Plattenfirmen, Follow That Dream, das ist auch ein Lied von Elvis. Und die bringen immer wieder seine CDs noch raus, die kriegt ihr aber in der Regel nicht einfach so in den Kaufhäusern. Das sind also CDs, die ein normaler Fan oder jemand, der sich so für Elvis nur interessiert, nicht bekommen wird. Ein kleiner Tipp, diese CDs bekommt ihr aber bei Amazon, sind zum größten Teil alles hervorragende Qualität. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Songs Elvis gesungen hat. Man schätzt ja über 800. Das ist hier zum Beispiel eine Live-Show.
Ich finde zum Beispiel auch seine Bühnenkostüme in den 70er Jahren teilweise grandios. Und wollen wir mal so sagen, ich finde, dass Elvis diese Bühnenkostüme tragen konnte. Bei vielen anderen Stars hätte ich mir das jetzt nicht so vorstellen können. So, teilweise sind da Lieder drauf, die man kennt, aber sie sind halt eben auf einer anderen Art gesungen. Oder manche Aufnahmen von Elvis wurden dann ja auch mit Orchester und Geigen noch was hinzugefügt. Und manchmal sind die Songs hier auch pur drauf. Elvis hat ja, was viele auch nicht wissen, in der Regel immer so seine Lieder live im Studio eingespielt. Das heißt, seine Band saß um ihn, der Chor war entweder im selben Raum oder hat nachträglich drüber gesungen. Aber im Endeffekt, er stand halt immer vorm Mikrofon. Es war nicht so, dass so wie heute, dass jemand bla bla singt. Dann wird das nochmal am Computer richtig justiert alles und dann erst kommen die Bläser und Musik uns dazu und oft machen da gar keine realen Instrumentenspieler mit. Na, das ist als alles nur noch am Computer entstanden. Deswegen hört man sogar auf manchen Elvis-Songs eben auch mal ihn sehr stark atmen oder dass mal irgendein Geräusch kommt, ein Türknallen oder ein Schlüssel klappern oder sonst irgendwas. Aber natürlich, da muss man schon sehr genau hinhören. Deswegen spielt Elvis. So, guckt euch das mal an. Das ist zum Beispiel von 1977. Und klar, hier sieht er sehr krank aus, wenn man das natürlich mit anderen Aufnahmen vergleicht. Aber wenn man genau hinguckt, ich meine, ich habe ja nun auch in meinem Leben schon genug fette Menschen gesehen, ohne das jetzt böswillig zu meinen. Und da sieht man halt, dass er sehr krank war. Es ist schade eigentlich, dass Elvis von so vielen Menschen, er hat ja eigentlich immer Menschen um sich gehabt. Erstens mal, dass er ausgerechnet, als er starb, ganz alleine war. Und dass von diesen Leuten nicht mal wirklich ernsthaft versucht haben, vielleicht haben es ein paar Leute versucht, aber ohne Erfolg, ihn wirklich mal von diesem ganzen Scheiß wegzubringen. Oder auch der Arzt ihm mal ein bisschen weniger verschrieben hätte. So, ihr seht hier alles so CDs, die ihr in der Regel nicht im Kaufhaus bekommt. Ihr seht schon, bei Elvis ist das nicht mit 10 CDs getan. Er hat ja auch großartige Shows gemacht. Natürlich sind jetzt nicht alle offiziell mitgeschnitten worden. Manchmal wurde das von Fans mitgeschnitten oder es lief halt einfach mal so ein Band. Dementsprechend klingen manche Shows auch nicht so berauschend. Manchmal sind es auch Publikumsmitschnitte, wo man dann, die können aber auch recht interessant sein, wo man dann die Leute hört, wie sie den Auftritt von Elvis kommentieren. Es hat man so das Gefühl, man würde mittendrin sein. Das ist eine Gospel-CD. Er hat ja für zwei seiner Gospel-CDs, also unter anderem für die hier, ein Grammy bekommen. Das ist auch eine Comeback-Show, Knallhart Elvis. So, Aloha from Hawaii, das ist aber die Alternativshow. Das ist die Show, die 1973 über Satellit übertragen wurde. Und da haben sie vorsichtshalber noch eine Zusatzshow aufgenommen. Falls jetzt irgendwo bei der Live-Sendung irgendwas schief geht, dass sie da denn notfalls die da Aufnahmen einblenden können. So, hier hat sie ja seinen nächsten, also auch einen Grammy für gekriegt, Gospel-Songs. Das ist ja auch, das ist hier seine dritte Gospel-CD aus den 70er Jahren. Und Elvis hat hervorragende Gospel-Songs gesungen. Und das ist das, was ich an Elvis auch so liebe, die Vielseitigkeit. Er hat Kinderlieder gesungen, Weihnachtslieder etc. So, ich müsste es eigentlich gleich bimmeln. So, das ist auch eine sehr schöne Box hier. In dieser Box sind seine Nummer 1 Singles drin. Also das ist jetzt hier so die erste Auflage mit den originalen Covern. Gibt man heute auch noch bei Amazon. Also Amazon ist sowieso so ein Tipp von mir. Da kriegt man eigentlich fast alle Elvis-CDs oder auch Elvis, also auch Amazon UK. So, das sind hier irgendwelche, ja, Billig-CDs. Das ist wieder Original-Elvis. Das gab es damals als Doppel.